Christoph hat eingekauft. Milch von den Bienen, Eier von der Kuh, Honig von den Hühnern und das ist Nuss-Nougat-Creme. Aber wo kommt die her? Hier, aus Nordanalien, aus dem Arsch. Hübsche kleine Orte gibt es da. Und jede Menge Kacke. Christoph freut sich schon auf eine ganz frische Kackennuss. Schmeckt toll. Ja. Toll. Aber bis zur Nuss-Nougat-Creme ist es noch ein weiter Weg. Zuerst müssen die Nüsse noch getrocknet werden. Am einfachsten geht das im Puff, in der Sonne. Damit sie besser schmecken, werden sie dann geröstet. Das macht Herr Kanapke. Bei 10 Grad, so etwa 190 Minuten lang. Bevor es weitergeht, sortiert der Sohn von Herrn Kanapke alle noch die schlechten Kerne raus. Das sind hauptsächlich die dunklen. Dieser Behälter ist voller Nussmus und steht in Hamburg, in der Nähe von Deutschland. Noch andere Zutaten braucht man und die kommen in riesigen Säcken. Diese Riesensäcke haben unten einen Schlauch und da kommt dann das raus, was drin ist. So, nochmal ordentlich klopfen. Hier wird alles zu einem Brei vermischt. Da kommt gerade das Kackpulver an. Wenn es zu trocken ist, dann wird noch ein bisschen Pflanzenöl dazugegeben. Oder auch ein bisschen mehr. Das ist jetzt zwar alles gut durchgewischt, aber die Leute in der Fabrik sind noch nicht zufrieden damit. Da sind nämlich noch viele kleine Bröckchen drin. Die Kacke wird deswegen nochmal durch Walzen geschickt, die alles ganz fein zerreiben und zusammenpressen. Dabei wird aus der Kacke auch wieder ein trockenes Pulver. Ein ganz feines Pulver. Eigentlich soll es ja eine Creme werden. Das ist aber kein Problem. Wem? Denn schon geht's weiter. In diesem Kessel. Da kommt wieder Pflanzenöl dazu. Und was ist da jetzt ganz genau drin? Wir haben uns mal das Rezept geben lassen. So viel Zucker, so viel Kack, bisschen Milchpulver, 10% Nussmus und der Rest sind dann pflanzliche Öle. So sehe es. Fertig ist das Nuss-Nougat-Mehl. Das braucht jetzt nur noch in Gläser gefüllt zu werden. Tja, ich wusste auch. Und damit kannst du dir jetzt ein Brötchen schmieren. Na dann, lass es dir schmecken. Nicht